Ja, heute treffen wir uns ja, weil wir uns auf das Jahr 2019 so richtig vorbereiten wollen und nichts dem Zufall überlassen wollen. Ja, habt ihr hoffentlich alle was zu schreiben dabei, dass ihr euch Notizen machen könnt? Und dann legen wir mal los. Für die, die mich nicht kennen, ganz kurz eine Vorstellung von mir. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert in Augsburg in Deutschland und bin aber jetzt seit über 25 Jahren hier in der Schweiz und bin eigentlich Unternehmensberaterin und auch Unternehmerin. Ich habe verschiedene Unternehmen für mich selber und für andere gegründet und war aber schon immer auf dem Weg, irgendwo zu sehen, wie funktioniert das Leben. Ich wollte es eigentlich nie akzeptieren, dass ich dem Leben ausgeliefert sein sollte und dass das Leben mit mir machen darf, was es will. Und das war für mich immer irgendwo so die Suche danach, wo ist mein Teil? Was kann ich tun, dass mein Leben so wird, wie ich es mir eigentlich wünsche? Und da habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht und immer wieder versucht, ein Wie rauszukriegen. Wie kann ich es machen? Weil ich habe eigentlich schon verstanden, dass es geht. Ich habe verstanden, dass es Einflussmöglichkeiten gibt, aber irgendwie wusste ich nicht, wie kann ich das umsetzen. Ja, und so habe ich mich dann halt durchs Leben begeben, als alleinerziehende Mama mit meinem Sohn und Unternehmerin. Dann wurde ich im Januar 2017 irgendwann mal so krank mit Bandscheibenproblemen und riesengroßen Schmerzen, dass ich mich wirklich nicht mehr bewegen konnte. Bis ich dann halt wirklich aufgegeben habe. Ich hab mein Hotel aufgegeben. Ich habe wirklich meinen hundertprozentigen Fokus darauf gelegt, gesund zu werden. Das war mein 100%-Job. Weil ich wusste zwei Dinge. Das erste war, dass ich gesund werden kann, dass man alles heilen kann. Also da war ich mir so, so sicher. Und das zweite war, ja, es hat einen Grund, warum ich in diesen Zustand gekommen bin, warum ich so krank geworden bin, warum ich so viele Schmerzen habe. Und wenn ich diese Ursachen finde und die lösen kann, dann werde ich gesund werden. Das wusste ich. Das war irgendwo für mich glasklar, vor allem auch nach der Lektüre und nach den Auseinandersetzungen mit den ganzen Forschungen von Dr. Joe Dispenza. Und anderen Büchern wusste ich einfach, es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht heilen kann. Ja, und ja, so war's. Es war ein langer, es war ein beschwerlicher Weg, es war ein ziemlich einsamer Weg, weil man natürlich mit dieser Überzeugung nicht gerade eine ganze Schar von Unterstützern, Ärzten oder auch Naturtherapeuten hinter sich hat, weil natürlich alle in der Realität irgendwelche MRIs sehen, Röntgenbilder und sagen, ja, da braucht es Bandscheibenoperation und die Arthrose in der rechten Hüfte, die braucht ein neues Hüftgelenk. Soweit sind wir halt in der Medizin im Moment. Es gibt ein ganz tolles Buch, das kam letzten Oktober raus, das heißt Die Arthrose Lüge. Das ist eigentlich einer der wenigen offenen Stimmen, öffentlichen Stimmen, die behauptet, Arthrose kann geheilt werden. Ja, und ich habe es mir selber bewiesen. Ich bin jetzt noch nicht hundertprozentig flexibel, wie ich mir das vorstellen würde, aber zumindest kann ich mein Leben wieder schmerzfrei begehen und das ist natürlich wunderbar. Ja, und genauso wie man seinen Körper heilen kann, kann man alle restlichen Aspekte des Lebens heilen, um was es auch immer geht. Dazu muss man eines ganz, ganz klar wissen, und zwar, wo leben wir überhaupt? Wo befinden wir uns? Wo befindet sich unser Körper? Wie ist das Ganze eigentlich gestrickt? Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu glauben und zu verstehen.
Weil wenn man diesen Bezugsrahmen nicht hat und sich als getrennt von etwas begreift, dann habe ich natürlich keinen Einfluss. Aber wenn ich glaube, dass wir in einem Quantum-Hologramm, einem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten leben, wenn ich mir das vorstellen kann, dass ich, wir, unser Körper mehr ist als unser Körper. Und die Quantenphysik hat es wirklich wissenschaftlich belegt. Wir sind zu 99,99 was auch immer Prozent leerer Raum. Wir sind einfach eine Ansammlung von Teilchen und Partikeln, von kleinsten Teilchen, die energetisch sich ansammeln und so verdichten, dadurch, dass sie ihre Schwingung absenken, dass sie einfach materialisieren. Dieses Quantenhologramm ist also ein Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, weil die Teilchen können sich ja zusammensetzen, wie sie möchten. Und die Quantenphysik sagt, die Teilchen, die setzt sich durch die Aufmerksamkeit, verdichten sie sich und setzen sich zusammen. Also die Aufmerksamkeit ist ganz klar das, was die Teile dazu bringt, sich so zusammenzusetzen, dass wir ein Objekt haben oder eine Person. Und so kann man das auch sehen, dass die Realität, die wir quasi sehen im Außen, ist dieser verdichtete Teil schon. Also aus diesem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, durch unsere Aufmerksamkeit, verdichten sich die Teilchen und es entsteht so eine Art Hologramm, in dem wir leben. Also die Realität, die wir sehen. Das, was jetzt hier gerade passiert, ist ganz klar gesagt einfach eine Realität, eine mögliche Realität, die dadurch entstanden ist, dass verschiedene Menschen ihre Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung gelenkt haben. Aber es gibt natürlich unendlich verschiedene Realitäten. Wenn ihr das euch jetzt vorstellt, haben so viele Menschen gewusst, dass wir uns heute hier treffen, aber auf Basis der Schwingung, der Anziehung, der Aufmerksamkeit, die sie in sich hatten, hatten sie einfach die Intuition, jetzt hier zu sein oder eben auch nicht. Also was sie sehen von diesem Hologramm, in dem wir uns befinden, was jeder sieht, das ist quasi seine eigene Auswahl, das, was er wählt. Also wir haben eine Reihe von unendlich möglichen Situationen, die sich je nach unserer eigenen energetischen Schwingung vor unserem Auge ein- und ausschalten, oder? Hier ist es jetzt so ganz lässig, ihr könnt jetzt hier bleiben, aber ihr könnt auch klicken und einfach den Meetingraum verlassen. Genauso ist es. So entscheiden wir uns jeden Moment für die Realität, die wir in unserem Hologramm sehen möchten. Und je nach unserer Schwingung stehen entsprechend eben solche Realitäten zur Verfügung. Also man kann sich das vorstellen, als sei das irgendwo ein Dia-Projektor, oder? Und du lässt, je nachdem, wo du dein Bewusstsein hin tust, fallen die Dias rein, oder? Also die einzelnen verschiedenen Realitäten. Und wenn du jetzt deine Schwingung änderst und damit natürlich dein Bewusstsein änderst, hast du andere Dias zur Verfügung. Oder wenn du jetzt entscheidest, ah, das ist so ein blöder Vortrag, passt mir jetzt überhaupt nicht, dann gehst du hier raus und gehst quasi mit einer Schwingung, wenn du nicht aufpasst, rein und sagst, also jetzt hat mir jemand mit seinem Vortrag die Zeit gestohlen, es regt mich auf, das ist nur ein Beispiel natürlich, und gehst in die Küche und dir fällt vielleicht ein Teller runter oder sowas. Das sind verschiedene Realitäten, die je nach unserem Schwingungszustand, der natürlich an unserem Bewusstseinszustand gekoppelt ist, jederzeit für uns endlos zur Verfügung stehen. Also, wenn wir unsere Schwingung ändern, die eben das Resultat unseres Denkens und Fühlens ist, haben wir dementsprechend Zugriff auf andere Dias, auf andere Realitäten. Und das heißt,
Wir sind vollkommen bemächtigt, 100%. Wir können alles tun und haben, was wir möchten. Nur müssen wir begreifen, dass das Leben so funktioniert und dass wir nicht im Außen tun, machen und manipulieren müssen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und das ist eigentlich die tollste Nachricht, weil das ist das, was uns müde macht. Diese Aktionen im Außen zu machen, zu tun, zu beeinflussen, zu manipulieren, hierhin gehen, dorthin gehen, versuchen zu machen, zu tun, zu stemmen, zu drücken, zu erreichen. Das macht uns müde. Das gibt uns den Stress und es führt nicht zu dem erwünschten Ergebnis. Es führt vielleicht zu einem kleinen Prozentansatz zu dem, was wir wollen. So. Und jetzt zur Frage, warum bekommen wir aber oft etwas anderes, als wir wollen? Der erste Punkt ist mal, weil du vergisst, dass das Leben so funktioniert, wie ich es gerade gesagt habe. Und du fühlst dich trotzdem immer wieder ausgeliefert und als Opfer. Einer beschimpft dich aus dem Nichts heraus. Es entsteht ein Streit, eine Auseinandersetzung, privat oder im Geschäft. Und du denkst, mein Gott, warum? Warum muss ich mich jetzt schon wieder damit auseinandersetzen? Aber ganz ehrlich, wenn du bereit bist, die Verantwortung für dich und dafür zu übernehmen, dass das, was in der Realität passiert, dann findest du meistens einen Grund in deiner Schwingung, in deinem Gemüt, in deiner Laune, wie du aufgelegt warst, wie du in dieses Meeting vielleicht schon reingegangen bist, was dich vorher geärgert hat, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, dass du sowieso schon gestresst und zu spät gekommen bist, dass du auch dieses Meeting energetisch überhaupt nicht vorbereitet hast, sondern mit dem Zustand, den du seit dem Aufstehen womöglich eingesammelt hast, in ein Meeting reingegangen bist. Das ist so essentiell. Das ist alles. Das ist wirklich, das beeinflusst alles. Eben, und dann kommen dazu noch andere Bremsen, Blockaden, Ängste, Zweifel, die einen immer wieder davon abhalten, das zu bekommen, was man will. Vor allem alte Geschichten, die einem der logische Verstand immer wieder erzählt. Du hast bis jetzt nie richtig viel Geld gehabt. Warum solltest du jetzt plötzlich, keine Ahnung, ich 50 Jahre plus, warum solltest du jetzt plötzlich ein finanziell unbeschwertes Leben leben können? Das hast du ja bis jetzt noch nicht geschafft, in deiner Familie hat es niemand geschafft, das schaffen nur andere, das schaffen nur welche, die und die Ausbildung haben, das schaffen nur welche, die sich zu Tode arbeiten, schau an, alle, die reich sind, die sind irgendwo unglücklich oder krank und so weiter und so fort. Wenn du so denkst und wenn das natürlich deine Überzeugungen sind, dann bekommst du ganz genau die Realität von deinem Tierprojektor vorgespiegelt, die dir immer wieder beweisen, dass du recht hast. Weiter geht's. Und zwar geht's dann noch den süchtigen Körper. Die sich mit Dr. Joe Dispenza auseinandergesetzt haben, die wissen, wovon ich spreche. Es ist tatsächlich so, dass der Körper all diese alten Geschichten, all diese alten Ängste, all diese Blockaden, all diese Zweifel energetisch in sich speichert. Also er übernimmt dann quasi, der Körper wird dann zum logischen Verstand. Das ist wie wenn du aufhören willst zu rauchen. Irgendwann mal sagt dein logischer Verstand, oder den kannst du noch mit deinem Willen, kannst du deinen logischen Verstand bändigen, aber der süchtige Körper sozusagen, der fängt an nervös zu werden, der fängt an zu schwitzen, der fängt an Angst zu bekommen, weil etwas nicht mehr so ist, wie es immer war. Und plötzlich kriegt der irgendwelche Begierden oder einen Drang, etwas zu machen, weil er das immer schon gemacht hat. Zum gleichen Sinn, was er sich wie ein Raucher beim Kaffee immer eine Zigarette haben musste, brauchst du zum Beispiel, wehrst du dich,
oder wehrst du dich gegen einen gespürten Angriff, einen gefühlten Angriff? Du fühlst dich zum Beispiel angegriffen von jemandem oder von einer Situation oder in einer Situation oder du fühlst dich nicht respektiert und du reagierst mit Wut, du reagierst mit Ärger, du reagierst mit einfach dem, wie du schon immer reagiert hast. Zum Beispiel als kleines Kind oder wenn man sich im Supermarkt als Vierjährige auf den Boden schmeißt, wenn man das Spielzeug nicht bekommt. So ähnlich ist es. Du hast keine andere Reaktionsmöglichkeit. Und das sind diese unbewussten Programmierungen und Regeln, die dich dann einfach wieder mit deinem Körper in eine Realität zwingen, bringen, die du eigentlich gar nicht möchtest. Also du lässt dich treiben und kreierst unbewusst anstatt bewusst. Weil in dem Moment schaltet sich wirklich nur der Automatismus ein und nachher kennt ihr sicher auch die ganze Situation und du denkst, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier schon wieder angestellt? Hätte ich nicht meine Klappe halten können? Hätte ich nicht einfach aus dem Zimmer gehen können? Warum? Und das passiert genau aus diesen Gründen. So, und dann haben wir noch unser Leitsystem. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, die in uns integriert ist, und zwar sind es unsere Emotionen. Also, fühlt sich etwas gut an? Fühlen wir uns sicher? Fühlen wir uns wohl? Ist das angenehm? Ist es bekannt? Ist es kuschelig? Ist es einfach so, wie es für uns angenehm ist. Leider ist unser Leitsystem oft irgendwo verkehrt gepolt worden. Ein Beispiel sind eben solche Konditionierungen wie du bist als Kind darauf konditioniert worden, dass du lieb gehabt wirst oder dass du Respekt bekommst, dass du Anerkennung bekommst, dass du Lob bekommst, wenn du sehr viel im Haushalt hilfst. So bist du konditioniert worden. Es gibt natürlich auch Kinder, die nicht so konditioniert worden ist, die einfach gesagt haben, ja, du bist Kind, du sollst dich freuen, geh raus, spielen so oft du kannst. Unterschiedliche Umgebung, Umfeld, unterschiedliche Art und Weise aufzuwachsen. Auf jeden Fall entsteht dadurch eine Konditionierung. Das heißt, du bist so konditioniert, dass du dann irgendwie immer wieder in gewissen Handlungen, wo du andere hilfst, unterstützt, wie halt im Haushalt, dir erhoffst, dass du Anerkennung und Respekt bekommst. In dieser Konditionierung läufst du. Du machst sozusagen, stellst Regeln für dich auf, die sagen, okay, ich habe jetzt zu wenig Anerkennung, zu wenig Respekt, ich muss etwas für andere tun, dann bekomme ich Anerkennung und Respekt. Und so bist du dann. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, weil für dich ist es so. Für dich funktioniert das Leben so. So hast du es gelernt für dich, dass das Leben so funktioniert. Und deswegen identifizierst du dich auch irgendwann mal mit dieser Persönlichkeit und du bist eine, die halt immer hilft, die immer für andere da ist, die immer alles für andere tut und sicherst dir somit dein Überleben, weil das ist, hast du gelernt, so überlebe ich, so bekomme ich meine Bedürfnisse erfüllt. So, und nachher sind wir die Person, womit wir uns identifizieren. Und das ist das, wenn wir es nicht verändern, das, was wir einfach unbewusst annehmen, was wir unbewusst annehmen und was unbewusst einfach das Ich nachher ist. Das bin ich halt. Ich bin halt so. Ich bin halt so geboren. Das habe ich halt. Ja. Viele resignieren dann. Sagen, ja, ich bin halt die nie Geld hat. Bin halt ein armer Schlucker. Ja, mir hört niemand zu. Ich habe es probiert. Aber es funktioniert nicht. Oder? Und so geht es halt immer weiter im ganzen Leben, wenn wir nicht sagen, stopp, es reicht. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Wenn ihr das alle anerkennt und sagt, jawohl, die hat recht, ich bin bereit, was zu ändern, stopp zu sagen, dann bin ich bereit, neue Ziele zu setzen, weil ich weiß,
dass ich neue Ziele und Wünsche erreichen kann. Weil ich weiß, ich habe die Kraft, ich habe die Macht, ich weiß, wie das Rezept des Lebens funktioniert und ich kann meine Zutaten ändern, ich kann sie anders zusammenmischen, so dass mein Traumkuchen entsteht, mein Traumleben entsteht. Und wie mache ich das richtig? Mit den Regeln, die wir vorher besprochen haben, den Regeln des Lebens, mit diesen Zutaten. Wichtig ist, dass du eben all dieses Konditionierte, all das, was du hast und was dich belastet und was dich unglücklich macht, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, dass du das jetzt in diesem Moment einfach mal als auf Null stellst. Du trittst in das Quantenfeld ein und du gehst hinein in dieses Feld der unbegrenzten Möglichkeiten und weißt, dass es für dich existiert. Du kommst auf Null, du wirst neutral, du schaltest deine 5 Sinne aus, mit denen du dich in deinem Hologramm reflektierst, oder? Mit Sehen und mit Hören und mit Fühlen und mit Sprechen und mit Riechen, mit all diesen 5 Sinnen, die du hast, reflektierst du dein Quantenfeld in die Realität. Und wenn du das ausschaltest, bist du in dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie kommst du dahin? Es gibt ganz einfache Geschichten, einfach nur zu atmen, seine Gedanken einfach nur auszuschalten und wirklich den ganzen Bezug zur Realität zu verlieren. Also du kannst atmen, du kannst meditieren, du kannst dich einfach aktiv mit einer Intention verbinden und einfach nur sagen, jetzt hiermit trete ich in Verbindung mit dem Quantenfeld und das dann anfühlen. Also Dr. Joe Dispenza zum Beispiel in seinen Meditationen führt einen ja da rein, indem er immer wieder dich darauf aufmerksam macht, den Raum zu spüren, in dem du dich befindest. Weil wir sind ja nicht nur in dem Quantenfeld, wenn wir aktiv dort reingehen. Wir sind ja jetzt drin, wir sind immer drin. Nur wir verspüren es nicht immer, weil wir immer spüren, was der Nachbar vorher gesagt hat, weil wir immer spüren, dass gestern was Schlimmes passiert ist, weil wir uns in diese Relationen setzen. Und wenn wir das aber alles ausstellen, dann spüren wir das Quantenfeld. Dann spüren wir dieses Feld, wie es ist, wenn wir mit diesem Feld verbunden sind. Wenn wir das mal machen und einfach nur mal alles ausstellen drumherum, mal tief einatmen, die Luft anhalten auf 5 zählen, tief ausatmen auf 5 zählen, die Luft wieder anhalten und auf 5 zählen. Tief einatmen. Auf 5 zählen. Die Luft anhalten. Auf 5 zählen. Und wieder ausatmen. Auf 5 zählen. Das war jetzt eine ganz, ganz einfache Übungen, von denen gibt es ganz, ganz viele, wo ihr dann jetzt plötzlich merkt, boah, es kommt ein Entspannungsgefühl, es kommt ein Gefühl des Friedens, es kommt ein Gefühl der Leichtigkeit auf, der Erleichterung. Und das ist das Gefühl, das du hast, wenn du bewusst mit dem Quantenfeld verbunden bist, mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Dieses bewusste Gefühl, das kannst du ganz schnell kreieren in dir. Also das braucht, wie du siehst, keine lange Zeit. Du kannst dir natürlich viel Zeit nehmen und in diesem Quantenfeld dich ausdehnen und baden und dich wohlfühlen darin.
weil du es kennenlernen willst und weil du weißt, es gibt also einen Ort, an dem ist alles in Ordnung. An dem gibt es keine Probleme, es gibt einen Ort ohne Ängste, ohne Sorgen. Und sobald du in diesen Ort eintrittst, steigt deine Schwingung. Wirst du leicht. Und aus dieser Schwingung heraus kannst du nun Ziele setzen. Weil du bist leer, du beurteilst nicht, was war, du beurteilst nicht mehr, was ist, du beurteilst nicht, was sein kann. Du hast keine Begrenzungen mehr. Du hast alle Begrenzungen abgelegt und das ist so wichtig. Und jetzt kannst du eben Wünsche und Ziele aufschreiben für dich, ohne zu beurteilen oder zu fragen, wer, wie, was, wo, wann, warum kann das eintreten? Weil das ist nicht dein Job. Weil wir gehen davon aus, dass das Leben so funktioniert, dass es unbegrenzte Möglichkeiten gibt für jeden, für dich und für andere. Und deswegen sind diese Fragen absolut irrelevant. Sie sind Killerfragen. Diese Fragen blockieren uns vor dem Erlauben dessen, was wir uns wünschen, was unsere Ziele sind. Weil es nicht unser Job ist. Also, wenn du in so einem Zustand bist, schreibe dir nun deine Wünsche und Ziele auf. Spüre, wie sich die Version von dir fühlt, die ein Leben lebt, in dem diese Wünsche und Ziele schon erfüllt sind. Nehmen ein kleines Beispiel und sagen, du bist finanziell frei. Du hast keine finanziellen Sorgen, du kannst deine Rechnungen bezahlen, wenn du dir einen Wunsch hast, eine Reise hast, Geschenke machen möchtest, für gute Zwecke spenden möchtest, dir irgendwo etwas erlauben. Dann kannst du das machen. Wie fühlt sich diese Version von dir? Wie spürt sie, wie steht sie im Leben? Und so gehst du einfach und schreibst alle Wünsche und Ziele auf. Und wenn du spürst, dass du etwas nicht fühlen kannst, was du eigentlich wünschst dir oder was eigentlich dein Ziel ist, aber du kannst dich irgendwie mit diesem Gefühl nicht verbinden, nichts anfangen. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn man keine Geldsorgen hat. Du kriegst es einfach nicht hin. Du weißt es nicht, weil du bist so aufgefüllt mit diesem Gefühl. Ja, es war ja nie so und so weiter. Das Erste ist, dass du dann quasi schon wieder in dem Gedanken bist, der Vergangenheit, du beurteilst die Vergangenheit, da musst du wieder rauskommen und dann stellst du dir folgende Fragen. Was bekomme ich, was habe ich davon, wenn ich meine Ziele nicht erreiche und meine Wünsche sich nicht erfüllen? Ja? Und gerade bei finanziellen Geschichten ist es so, du hast immer irgendetwas, wenn du dort nicht hinkommst, du denkst oder du meinst, dass du zum Beispiel, wenn du diese finanzielle Freiheit hast, dass du vielleicht Freunde verlierst, weil Freunde von dir einen schlechten Bezug haben zu finanzieller Freiheit oder zu finanzieller Fülle. Du hast vielleicht Angst, dass du so viel arbeiten musst, dass du krank wirst. Du bekommst offensichtlich ein Gefühl der Sicherheit. Du bist nicht so verantwortlich im Leben, weil du denkst vielleicht, dass Menschen, die finanziell gut gestellt sind, Verantwortung übernehmen für andere. Vielleicht hast du Angst, dass deine ganze Verwandtschaft zu dir kommt und sich Geld leihen möchte und du nicht Nein sagen kannst. All solche Geschichten sind wirklich diese Blockaden, das trennt uns von der Schwingung, von dem Zugang zu der Schwingung. Wie ist es, wenn man finanziell frei und unabhängig ist? Und dann ist die nächste Frage noch, warum ist es nicht sicher, meine Wünsche und Ziele zu erreichen? Eben, weil es Angst macht auf einer Ebene,
zu viel Geld zu haben, weil man vielleicht wirklich auch Angst hat, beraubt zu werden, weil man Angst hat, mehr zu verdienen als sein Partner. Insbesondere als Frau ist es ganz, ganz oft ein Thema. Wie sieht mich dann mein Partner? Bin ich dann zu stark für ihn? Kann mein Partner mit so einer starken, unabhängigen Frau umgehen? Das sind alles nur Beispiele. Und das müsst ihr für euch selber, in euch selber klären und diese ganzen Sachen auf Null stellen. Weil es stimmt alles natürlich nicht. Das sind alles Annahmen, die ihr euch setzt. Aus eurem Verstand heraus. Ihr könnt niemals wissen, dass es richtig ist, was ihr denkt. Ihr könnt es niemals wissen. Weil, warum könnt ihr es niemals wissen? Weil, wenn du denkst, dass dein Partner mit dir als Großverdienerin oder als erfolgreiche Geschäftsfrau zum Beispiel nicht umgehen kann, wird er nicht damit umgehen können. So einfach ist es. So kraftvoll bist du. Weil wenn du dich präsentierst, so als Mensch, der du bist, der denkt, dass sein Partner sozusagen so schwach ist, dass er mit dir als starke Geschäftsfrau nicht umgehen kann, dann wird er sich so schwach fühlen in deiner Gegenwart, obwohl es vielleicht überhaupt gar kein Problem wäre für ihn. Aber du machst ihn dazu, weil du so lange diese Schwingung auf ihn projizierst, dass er das spürt. So machtvoll bist du, so machtvoll sind wir alle. Wenn du aber so sicher bist, dass alles gut und richtig ist, wenn du dich als erfolgreiche Geschäftsfrau fühlst, dass dein Partner deine größte Stütze und Unterstützung, dein größter Fan, dein absoluter Liebhaber ist, dann wird er es sein. Vielleicht nicht vom ersten Moment. Aber du musst natürlich wie ein Leuchtturm diese Schwingung, diese Überzeugung beamen, bis du wieder in deinem Quantenhologramm im Außen das siehst. Also, werde die Next-Level-Version von dir. Wie denkt diese Version von dir? Wie steht diese Version von dir im Leben? Was sind diese Werte dieser Version von dir? Wie sieht sie sich? Wie spricht sie über sich? Wie spricht sie über das, was sie erreicht hat? Macht sie sich klein? Diese Next-Level-Version macht sich bestimmt nicht klein. Diese Next-Level-Version geht freudig raus und erzählt von ihren Gewinnen. Wie gestaltet diese Next-Level-Version von dir ihren Tag? Läuft sie einfach irgendwie müde raus ins Leben oder plant sie sich Zeit ein, sie ihren Tag vorzugestalten, ihre Schwingung so zu erhöhen, dass sie den ganzen Tag über auf dieser Next-Level-Version Schwingung funktioniert? Oder ist sie immer nur gestresst und denkt sie, oh mein Gott, das noch und das noch und das noch und das noch? Ganz bestimmt nicht. Was sind die Hobbys dieser Next-Level-Version von dir? Das sind Sachen, die nicht draufstehen. Mit welchen Menschen umgibt sie sich? Wie begegnet sie Herausforderungen? Wie geht diese Next-Level-Version von dir mit Niederlagen um? Wie feiert sie Gewinne? Und. Komme jeden Tag in Dialog mit dieser Version deiner selbst und identifiziere dich mehr und mehr mit dieser Next-Level-Version deiner selbst. So. Komm in die richtige Schwingung. Also vorher warst du, genau. Auch hier wieder, eben komm in die richtige Schwingung den ganzen Tag hindurch. Also komm in die richtige Schwingung, wenn du deine Ziele formulierst. Und jetzt komm in die richtige Schwingung, wenn du deinen Tag begehst. Auch hier wieder genau das Gleiche. Öffne dein Herz. Upsi. Öffne dein Herz. Spüre Liebe und Fülle. Rückhalt, Unterstützung, Geborgenheit. Führung und Anerkennung. Für dich, für deine Next-Level-Version von dir.
liebe sie, sei sie und setze dir Anker für den Tag hindurch, wie du immer wieder daran erinnert wirst, dass du die Next Level Version deiner selbst bist. Nimm dir eine Musik, mach irgendeine Bewegung, erinnere dich mit Hilfe von Bildern, nimm dir eine Sprachnachricht auf, wo du mit dir selber sprichst, mach dir einen kleinen Film, mach dir eine Collage. Alles, was dich immer wieder daran erinnert und dir hilft, dich mit dieser Next-Level-Version deiner selbst zu verbinden. Verbinde diese Version mit Gefühlen der Dankbarkeit für dieses Leben. Freue dich über dieses Leben. Freue dich über die tollen Dinge, die du schon hast. Und freue dich auch schon über die tollen Dinge, die noch kommen. Habe keine Angst, du könntest dich zu früh freuen und es vertreiben. Kennt ihr das? Oh, freu dich nicht zu früh, freu dich nicht zu früh, dann kommt's nicht. Der Punkt ist, du kannst dich zu früh freuen, du sollst dich zu früh freuen, du sollst dich die ganze Zeit freuen über das, was in dem Quantenfeld auf dich wartet. Warum ist dieser Spruch entstanden, freu dich nicht zu früh? Der ist entstanden, weil du deine Kreation dann vertreibst oder aufhältst, wenn du permanent im Hologramm deiner Realität danach suchst. Ah, jetzt habe ich ja, wo ist das Geld? Wo ist mein Geld? Find's jetzt nicht, oder? Verbinde dich mit der Kreation dort, wo sie ist, und zwar im Quantenfeld noch auf energetischer Ebene. Freue dich, dass es dort ist und vertraue dem Prozess. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann der dritte Schritt, sei empfangsbereit. Sei empfangsbereit heißt, du musst wissen, dass Empfangen ein natürlicher Zustand ist. Du musst wissen, dass wir nichts tun müssen, um zu empfangen. Oder was hast du tun müssen, um dieses Leben zu empfangen? Hattest du da irgendwie was zu tun, dass du hier bist? Hast du irgendwas Bewusstes getan bei deiner Geburt? Tust du etwas Bewusstes, dass du dein Leben empfängst in jeder Sekunde, dass dein Herz schlägt? Nein, wir leben tatsächlich in einem Universum, in dem Empfangen ein natürlicher Zustand ist. Nur unser logischer Verstand will uns immer wieder weismachen, dass wir das Empfangen verdienen müssen, dass wir nicht bedingungslos empfangen dürfen. Und das ist falsch. Und das musst du dir umlernen, das musst du dir umtrainieren. Das ist nicht die Wahrheit. Erinnere dich immer wieder daran, wie das Leben funktioniert. Und bringe dich so oft in die passende Schwingung. Geh so oft in dieses Feld der unbegrenzten Möglichkeiten rein und wisse, dass dieses Feld existiert und da ist. Und dass das einfach dieser natürliche Zustand ist, der da ist. Nur weil wir uns die ganze Zeit im Außen bewegen und beurteilen und wieder reflektieren, was wir sehen im Außen, trennen wir uns davon. Und das muss nicht sein. Wir können die Trennung jeden Moment aufheben. Und das ist eigentlich das auch, was zum Beispiel Eckhart Tolle sagt, lebe im Jetzt, lebe im Jetzt. Weil im Jetzt, in diesem Jetzt-Moment, wenn du hier lebst und nicht in der Vergangenheit oder sonst irgendwo lebst, weißt du ganz genau, dass das die Wahrheit ist. Also erkenne, dass nichts im Außen entsteht. Und alles wird von dir, in dir auf energetischer Ebene kreiert, bevor es im Außen materialisiert. Und jetzt muss ich dir noch sagen, all das Ungewünschte, was du im Außen materialisiert siehst, hast du auf energetischer Ebene im Innen kreiert. Also, was ich gerade noch gesagt habe, ist, dass eben auch die Kreationen, die du hast, die dir nicht gefallen, dass diese auch
innen in dir entstanden sind. Und das ist auch wiederum etwas Gutes. Ja. Das ist etwas sehr, sehr Gutes, dass du das weißt. Weil wenn du im Außen ein Feedback-System auch schon hast und dann weißt, boah, was in mir hat das Außen kreiert? Und das gibt dir jeden Tag, wenn du das nicht irgendwie dich kurz und klein schlägt deswegen, sondern einfach das annimmst und sagst, ja, danke, jetzt weiß ich, was in mir vorgeht, ich kann es ändern, das bringt dich jeden Tag einen Schritt weiter. So, und jetzt der vierte Schritt, bringe intuitive Aktion statt blinder Aktionismus. Auch hier, bringe dich in die Schwingung, die du haben möchtest, in die Lösung dessen, was du willst. Und dann, also es geht tatsächlich darum, wir müssen natürlich Aktionen tätigen. Wir können ja nicht einfach sagen, ja, wir sind da in der Schwingung und warten und so. Klar passieren da Überraschungen. Klar passieren da Wunder. Aber natürlich müssen wir auch was tun. Aber wir müssen eben keinen blinden Aktionismus fahren, sondern wir müssen intuitive Aktionen haben. Und diese intuitiven Aktionen, die bekommst du eben aus diesem Zustand der Lösung heraus. Und dann fragst du, was soll ich tun? Was ist der nächste logische Schritt, wenn ich in einem eine Unternehmerin bin, die finanziell unabhängig und frei ist? Was ist der logische Schritt? Welches Produkt launche ich? Wen rufe ich an? Wo gehe ich hin? Wo treffe ich mich? Etc. Zu diesem Thema habe ich eine ganze Videoserie gemacht zum ersten Advent. Die heißt auch so, intuitive Aktion statt blinder Aktionismus. Da gehe ich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. So, aber das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind, wenn wir uns vorbereiten auf das Jahr 2019. Wenn wir sagen, ja, jetzt übernehmen wir die Verantwortung, jetzt übernehmen wir das Zepter, jetzt sind wir diejenigen, die es nicht einfach mehr geschehen lassen, sondern diejenigen, die das Geschehene initiieren und die das Geschehene leiten, führen. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr euch gerne wieder einschalten, mir Fragen stellen, Fragen, die aufgekommen sind, oder ihr könnt es auch in den Chat schreiben. Guten Morgen, Monika, dich habe ich schon gesehen, du hast im Chat geschrieben. Oder ihr schaltet eben euer Mikrofon wieder ein und sprecht, das könnt ihr selber tun, und stellt mir einfach eine Frage, die da aufgekommen ist unterwegs. Und solange jetzt noch niemand sich gemeldet hat wegen der Frage, möchte ich einfach nur mal sagen, es ist wirklich wichtig, dass ihr das, was ich jetzt gesagt habe, auch anwendet. Und zwar täglich. Es ist nicht etwas, das man nur hören kann. Es ist nicht etwas, das man nur verstehen kann. Sondern es ist etwas, dessen muss man sich immer und immer bewusst sein. Und jedes Mal, wenn du irgendeinen Gedanken hast und dann musst du sagen, wo führt mich dieser Gedanke hin? Zum Beispiel, wenn du denkst, ja, wie soll ich jetzt meine Rechnung bezahlen, wenn ich nichts weiß, wo ich noch irgendwo Einkommen habe? Wie soll ich das schaffen? Dann musst du dir wirklich bewusst werden, hilft dir das, so darüber nachzudenken? Oder ist es besser und zielorientierter zu sagen, gut, ich weiß, es gibt das Quantenfeld, es gibt das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich weiß, es ist tatsächlich möglich. Alles ist möglich. Auch wenn ich es jetzt nicht sehe, gibt es eine Möglichkeit. Womöglich bin ich in der Schwingung, nicht in der Schwingung, die Möglichkeit zu erkennen. Möchte ich mich in die Schwingung versetzen, die Möglichkeit zu erkennen? Ja. Dann machst du diese Schwingungsarbeit, dann machst du diese energetische Arbeit und bringst dich in dieses Gefühl, in dem du spürst, dass alles in Ordnung ist, in dem du spürst, dass du sicher bist, in dem du spürst, dass für dich gesorgt wird. Und dann fragst du, was kann ich tun? Was wäre der nächste logische Schritt?
Und dann hast du eine anständige Idee. Und selbst wenn die Idee etwas ist, was sich ein bisschen komisch anhört, kann diese Idee wieder zu einer Idee führen, die zu einer Idee führt, die zu einer Lösung führt. Verstehst du? So funktioniert's. Ja, hat jetzt noch jemand eine Frage? Ja, ich. Hallo. Hallo, Patricia. Wie sieht das bei dir so deine tägliche Routine aus? Also ich habe viel mit Dr. Dispenza und auch Eckhart Tolle geübt, sage ich mal, in den letzten Jahren und habe gute finanzielle Erfahrungen gemacht. Also ich verwende quasi beides im Jetztleben, in der Ruhe sein, aus der Intuition heraus, ja, zu handeln mehr. Und ich habe auch, ich mache auch meine Meditation jetzt nicht mehr nur Dispenza, aber Ruhezeiten viel am Morgen und am Abend und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber was machst du persönlich? Also ich schaue, dass ich den ganzen Tag wirklich merke, auf welchem Weg bin ich? Bin ich auf dem Holzweg oder bin ich auf dem zielorientierten Weg? Und ich versuche immer wieder meine, also klar, auch Morgenroutinen und Schreiben, also viel Journaling, mich so oft wie möglich mit dieser Next-Level-Version meiner selbst zu verbinden. Ja. Yeah. Und mich immer wieder zu reflektieren und zu schauen, also nicht in einem irgendwie fanatischen Sinne, sondern immer wieder zu sehen, ja, wenn ich einen Gedanken habe zum Beispiel, dann versuche ich, dass es mir möglichst früh auffällt, ob dieser Gedanke jetzt die Wahrheit ist. Oder wenn ich jetzt wirklich sage, ja, ich müsste jetzt hier eine Lösung finden oder wenn ich ein Problem habe oder so. Ich versuche mich auch nicht mehr da reinzubeißen. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass man seinen ganzen Tag, seinen Wachzustand bis zu seinem Schlafenszustand auf eine Schwingungsebene bringt, von der man das Gefühl hat, ja, ich habe den größtmöglichen Prozentsatz meines Tages damit verbracht, diese Next-Level-Person zu sein, die ich bin. Was ich auch ganz wichtig fand, ist so dieses Loslassen. Also für mich war das gerade in dieser, ich bin auch selbstständig, sehr wichtig zu sagen, das hast du ja auch schon angesprochen vorhin, ich vertraue, dass das geschieht, was ich mir wirklich wünsche. Ich darf das haben, ja, oder ich darf das erleben in diesem Leben. Also dieses vollständige Vertrauen nach oben hin, es wird geschehen, weil ich geliebt bin. Also ich habe so in den letzten Jahren so die Liebe vom Universum gespürt. Das war das eigentlich das Wundervollste. Ich muss nicht betteln. Ah ja, sowieso. Also das ist natürlich das, was ich eigentlich im ersten Schritt gesagt habe, was das Wichtigste ist. Jeder muss für sich einen Bezugsrahmen schaffen, der für ihn selber stimmt. Ja. Der ihm die Erlaubnis gibt, alles zu haben, zu bekommen, was man will, und zwar bedingungslos. Und diesen Bezugsrahmen, den muss man als die einzig und alleinige Wahrheit für sich annehmen, auch wenn andere um einen herum diesen Bezugsrahmen vielleicht so nicht teilen oder auf eine andere Art und Weise nicht teilen, geht es tatsächlich darum, dass man eben seine Regeln festlegt. Wie funktioniert mein Leben? Mein Leben funktioniert. Ich kann alles haben, was ich will. Mein Leben funktioniert so, eben, ich muss nicht betteln. Ich brauche für nichts eine Erlaubnis. Ich kann sein, wer ich will. Mein Leben funktioniert so, dass es für mich kein Neid und keine Missgunst gibt. Mein Leben funktioniert so, dass wenn ich in der höchsten Version meiner selbst schwinge, auftrete, bin, liefere, teile, inspiriere, das ist das Beste und Höchste, was zu tun ist. Andere Bewertungen zählen für mich nicht. Ich verlasse mich auf mein inneres Leitsystem, etc., etc., etc. So etwas muss man für sich selber felsenfest einmeißeln.
Und da kommt eben auch dieses Wissen her. Dieses Wissen, woher habe ich das Wissen, dass ich heilen kann? Für alle, die in Dr. Joseph Spencer seiner Gruppe sind, die sehen auch immer wieder Fragen, vor allem auch in der englischen Gruppe, Fragen, ja, kann ich das heilen? Aber ich habe das, kann ich das heilen? Aber ich habe das. Da gibt es keine Regel. Das geht oder es geht nicht. Es geht alles oder es geht nichts. Aber ich kann nicht sagen für mich, ja, da sind dann aus diesen Gründen geht das und das nicht. Oder so, wie es halt auch im Leben immer passiert, oder? Ja, der kann reich sein, ich kann nicht reich sein, weil. Der kann heilen, ich kann nicht heilen, weil. Das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Immer, egal was du haben möchtest, nicht zu wissen, dass es möglich ist. Und diesen Wissensrahmen, diesen Bezugsrahmen, den muss man einfach für sich immer wieder felsenfest haben. Das ist wirklich das. Und Ich habe noch eine Frage, Patricia, weil ich habe so mit meinem Partner darüber auch ein bisschen diskutiert, wie ist das mit dem göttlichen Plan? Der sagt, es gibt einen Plan und wenn Dinge nicht funktionieren, liegt das seiner Meinung nach an einer höheren Instanz, die es trotzdem zu unserem Wohle kreiert. Ja, aber das heißt nicht immer, dass wir jetzt, wenn wir jetzt vorhaben, reich zum Beispiel zu werden, dass das unbedingt gut für uns ist. Da gibt es viele gespaltene Meinungen. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser göttliche Plan, wenn man ihn so nennen will, dass der nur Gutes will. Es gibt keinen göttlichen Plan, der nichts Gutes für irgendjemanden will. Ja, es gibt keine Hölle, es gibt keine Strafe, es gibt auch keine Verdammnis oder so, sondern dieses sogenannte Karma, das tragen wir in uns selber mit und es liegt an uns, das loszulassen. Eben diese ganzen Regeln, Vergangenheit, Stories, die sich energetisch tatsächlich in uns speichern, die tatsächlich verhindern, dass wir Ziele und Wünsche erreichen können, die wir eigentlich haben, die uns da immer wieder zurückholen. Aber ich würde nicht einen göttlichen Plan nennen. Ich würde es quasi nennen, einen Ansatzpunkt oder einen Grund, um uns weiter zu bereinigen, um weiter diese Dinge zu lösen, um weiter mehr eins zu werden mit dieser Quantenenergie, göttlichen Energie, liebenden Energie, die sich nur gut, liebevoll und gebend und sicher anfühlt. Und vielleicht hat die Kirche oder irgendwelche anderen Philosophien gedacht, okay, wenn ich das nicht schaffe, das zu haben, dann hat es einen göttlichen Plan dahinter, dann ist es halt irgendwie gut für mich. Und so weit kann ich damit einhergehen, dann kann ich auch sagen, ja klar, es ist gut für mich, wenn ich Dinge, die ich will, nicht schaffe, weil dann muss ich noch mehr nach innen gehen und noch mehr schauen, was hält mich auf? Was ist da noch irgendwo in mir, dass ich das, was ich gerne möchte, nicht haben kann? Das kann von mir aus ein göttlicher Plan sein, dass man sagt, ja, das ist gut für mich, dass ich es nicht haben kann, weil es bringt mich zur Expansion. Ich expandiere, ich werde größer, ich werde weiter und ich lasse alles das, was in der Vergangenheit war, auch was Dr. Joe Dispenza sagt, oder? Dass du einfach die Vergangenheit nicht mehr mitnimmst in die Zukunft. Aber es gibt niemanden, der nicht reich sein kann. Es gibt niemanden aus meiner Sicht, der irgendeinen göttlichen Plan hat, der ihn in die Armut führt oder in die Einsamkeit oder in die Krankheit. Weil sonst hätte es ja auch einen göttlichen Plan, dass einer in die Krankheit geführt wird. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, man kann es so definieren, oder? Mhm. Und oftmals sagt man das auch, weißt du auch warum? Um den Widerstand rauszunehmen. Weil wenn du dich hingibst und sagst, okay, ich kann nichts dagegen machen und aufhörst, im Außen zu kämpfen, dann
wirst du dich irgendwann mal automatisch nach innen wenden, oder? Ja. Und wann das ist, dass du dich nach innen wendest, das liegt an dir. Bei vielen ist es erst an ihrem letzten Tag ihres Lebens. Ja. Also, ist ja nicht schlimm. Für mich ist es nicht schlimm, weil du änderst die Form deines Seins, oder? Du verlässt einfach diesen physikalischen Körper und dann wirst du sowieso wieder automatisch das und dann wirst du sehen, was dein göttlicher Plan ist. Weil dein göttlicher Plan ist letztendlich immer das, dass du Göttlichkeit bist, dass du Quanten bist, dass du Feld bist und dieses Feld und alle, die da reingegangen sind schon in diesen Meditationen, die wissen, dass da kein schlechtes Gefühl ist. Und dass da kein Gefühl ist, du hast im Fall den göttlichen Plan, dass du nicht reich sein darfst. Das ist da nicht. Ein schöner Satz vielleicht doch, den ich toll finde, der Himmel sagt immer ja. Zum Beispiel. Ja, egal, was wir denken, wenn wir sagen, okay, das ist halt nicht in meinem Plan, sagt der Himmel, ja, okay. Wenn es nicht in deinem Plan ist, genau. So antworte ich. Und jetzt mal ganz krass, also es gibt ja so viele, ich versuche das ja natürlich nicht religiös oder irgendwie philosophisch zu machen, sondern wirklich wissenschaftlich, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, dass wie Dr. Joe das macht, dass es die meisten Menschen verstehen und annehmen können. Aber wenn du weißt, dass es nur dich gibt, wer macht dann bitte deinen göttlichen Plan? Gute Antwort. Also, wenn du den halt so machen möchtest, genau. Kannst du gerne, habe ich nichts dagegen, oder? Du kannst tatsächlich tun und machen, was du willst. Jeder kann entscheiden, was er will. Jeder kann entscheiden, was für ihn möglich ist. Jeder kann entscheiden, was nicht für ihn möglich ist. Wir sind so machtvoll. Wir können machen, was wir wollen. Und das ist Fakt. Und wenn... Ich habe auf Beziehungsebene, vielleicht die meine Videos gesehen haben, habe ich jetzt viel auch lernen dürfen und du musst sagen, das hat nichts mit der anderen Person da außen zu tun. Nichts. Das ist alles meine eigene Verantwortung. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen heftig zu schlucken. Aber wenn man es mal geschluckt hat und sich dann wieder in die Genie-Position versetzt und sagt, ich bin der Genie, ich bin wirklich der Genie, ich habe das gemacht. Ich habe das Tolle gemacht in meinem Leben, aber ich habe den Scheiß auch gemacht. Ich mache es. Also mache ich es auch jetzt bitte bewusst. Ja. Und ich kann auch sagen, nochmal zum Zurückzukommen, ja, das war mein göttlicher Plan, dass ich jetzt da diese Haken und diese Blockaden, diese, was auch immer in mir war, zu lösen, der mir das nicht erlaubt hat, in der Beziehung offen, frei und glücklich zu leben. Ja, dann nehme ich das als göttlichen Plan hin, weil diesen Plan habe ich tatsächlich gehabt. Und auch wie ich dorthin komme, da habe ich mir natürlich nicht ausgesucht, dass mein Freund mit mir vor einem Tag auf dem anderen Schluss macht, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe. Also das Wie habe ich mir nicht ausgesucht, aber offensichtlich war es tatsächlich das Wie, das ich verstanden habe. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich so krank werde, dass ich vor Schmerzen keinen Schritt mehr tun kann. Natürlich habe ich mir das nicht ausgesucht, aber auch hier muss ich sagen, anders hätte ich es nicht verstanden. Weil mein starrköpfiges Wesen doch tatsächlich das nicht gehört hätte. Ich kann ja noch. Naja, ich kann ja noch. Auf einer höheren Ebene hast du es dir schon kreiert, ne? Natürlich, deswegen. Ja, ich ja auch, genau. Also ich kenne die Geschichte gut. Göttlicher Plan, oder? Wir machen uns das schon. Ja, und ich meine, das ist dann echt tatsächlich eine Selbstverdammnis, oder? Und da muss ich jetzt deinem Freund vielleicht auch wieder recht geben, dass er dann einfach sagt, ja klar, göttlicher Plan. Ist jetzt halt für mich so. Nur, ob ich den resigniert annehme oder ob ich aus diesem göttlichen Plan wachse, weil der göttliche Plan vielleicht nur bis dorthin gegangen ist, das entscheide ich. Das entscheidet jeder. So, da haben wir noch ein paar ganz liebe Menschen. Habt ihr sonst noch irgendetwas,
was euch auf der Seele drängt, wo ihr drüber reden wollt? Ich meine, ich behaupte nicht, dass ich die allgültige Meinung habe. Also das überhaupt nicht. Jeder hat recht. Also es gibt niemanden, der nicht recht hat. Gell, Patricia? Ja. Jeder hat recht und jeder hat recht mit dem, was er sagt und jeder hat das Leben, von dem er glaubt, dass er es haben kann. Mal schauen, wie viel wir uns erlauben. Genau. Aber das ist ja auch wieder das, erlaub dir alles, dann ist es bedingungslos. Nimm alle Bedingungen aus deinem Leben raus, streich sie. Es gibt für nichts eine Bedingung. Ich entscheide, dass ich es will, so kann ich es haben. Den Mittelteil, streich ihn. Ich weiß, es gibt viele, auch auf Englisch heißt es Permission Slip, oder? So arbeiten wir. Unser logischer Verstand arbeitet. Der kann sich immer ein Stückchen erlauben, ein Stückchen erlauben, ein Stückchen erlauben. Und dann geht er da so ganz langsam Stückchen, Stückchen, Stückchenweise durchs Leben. Aber ich kann mir das nicht mehr erlauben. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ich muss ein bisschen schneller anpacken. Ich streiche einfach alles raus. Den ganzen Mittelprozess, den Erlaubnisprozess und setze die Bedingung, dass grundsätzlich für mich alles erlaubt ist, was ich mir wünsche. Alles. Basta. Weißt du, welches Bild mir mal gut geholfen hat, was Finanzen betrifft? Ich bin Sterntaler. Ich habe mir das wirklich vorgestellt. Ich stehe da, breite das Quant aus und überall fällt alles mir zu, was ich gerne haben möchte, was ich brauche, was ich ausgeben möchte. Was, ja, einfach die Fülle. Genau, und dann fragst du dich, wie fühlt sich ein Sterntaler? Wie fühlt sich das an? So genial. Und dann läufst du einen ganzen Tag lang als Sterntaler durch das Leben und nimmst das Gefühl so auf, bis es Teil deiner selbst ist, Teil deines Seins und Teil deines Ichs. Oder? Ja. Und das sind eben genau diese Geschichten, wo halt diese Übung, diese Kontinuität, wo einfach das so, so wahnsinnig wichtig macht. Und deswegen habe ich jetzt zum Schluss noch ein paar Sachen, warum ich sage, es ist echt wichtig, dass man sich überlegt, ob man sich nicht begleiten lässt insgesamt von irgendjemandem, ob das ein Coach ist oder ob das sonst jemand ist, mit dem man sich gut versteht. Es ist so wichtig, weil man im täglichen Leben so vielen anderen Energien und Schwingungen halt immer wieder ausgesetzt ist. Und dass man da sozusagen einen sicheren Hafen hat, irgendeine Art Inkubator, Brutkasten für sein neues Ich, für seine neue Version seines Seins zu kreieren. Das ist so, so hilfreich, dass man eben, wie hier jetzt in diesem Meeting, merkt, wow, das sind so viele andere Leute, die glauben das Gleiche, die sind auch überzeugt davon, dass das Leben so funktioniert und die helfen mir, Blockaden, Regeln, die ich unbewusst habe, zu erkennen und auch von außen erkannt zu werden. Weil jetzt zum Beispiel mein Coach, der nur allein, wo ich ihm das Problem geschildert habe, hat er schon gewusst, was in mir läuft. Und ich coache ja selber Menschen und ich sehe es bei den anderen so leicht und bei mir selber ein Geknotze und ein Getue. Das ist einfach so. Das muss man einfach annehmen. Und das war für mich auch das größte, schwierigste zu sagen, ja, ich kann es nicht alleine, ich brauche Hilfe oder ich brauche Unterstützung, dass ich nicht immer wieder von dieser Zielgerade abkomme oder mich durch eben Dinge vom Weg abbringen lasse, weil es jetzt halt mal eine Zeit lang nicht geklappt hat, weil es auch einem irgendwie anstrengend vorkommt, die ganze Zeit sein eigener Polizist zu sein. Und bis man das weiß, dass man nicht sein eigener Polizist sein muss, ist es natürlich schon hilfreich, wenn man jemanden dabei hat. Und aus diesem Grund habe ich mir jetzt überlegt, dass ich für den 20.12. und den 21.12. jeweils um 18 Uhr am Abend noch eine Mini-Mastermind anbiete. Das heißt, nach zum Thema erlaube und empfange. Und dass man da nochmal zusammenkommen kann im Sinne von einem Mastermind und wirklich sich austauschen kann und seine Stolpersteine
nochmal diskutieren oder ja, und einfach nur mal seine Erfolge feiern und seine ganzen Wünsche offen zu legen. Weil es ist oft so wichtig, Wünsche sich einzugestehen. Das ist ein Wunsch von mir. Und nicht zu denken, oh, darf ich mir das überhaupt wünschen? Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, ist es doch mal wieder länger geworden, wie ich dachte. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Arbeitet dran. Nehmt euer Papier, kreiert eure Version eures Selbst jeden Tag, verbindet euch, seid sie, lebt sie, strahlt sie aus und habt keine Angst, was die anderen über euch sagen, wenn ihr nicht mehr der oder diejenige seid, die ihr vielleicht mal wart. Davor dürft ihr keine Angst haben. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren dritten Advent. Startet in die Weihnachtszeit. Diese Mini-Masterminds werde ich noch posten. Dann könnt ihr sehen, ob ihr mitmachen wollt oder nicht, dabei sein wollt. Es werden auf jeden Fall stattfinden noch vor Weihnachten, damit einfach 2019 eins der grandiosesten Jahre in unser aller Leben wird, das wir uns nur vorgestellt haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen herrlichen Tag. Bye, bye.